Hallo liebe Freunde von Fettspielen, ich bin der Micha und ihr seid wieder hier zurück bei Dark Souls. Ja, letztes Mal sind wir zwar nicht hier stehen geblieben, sondern im Darkroot Garden. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, Entschuldigung. Aber ich habe mir gedacht, wir steigen hier ein, weil den Weg hierher müsst ihr euch nicht angucken. Ja, und wir haben ja eine göttliche Glut gefunden das letzte Mal, als wir den Mondlichtschmetterling besiegt haben. Die können wir ihm hier geben, das mache ich auch mal. Und jetzt können wir unsere Waffen in göttliche Waffen umwandeln. Das geht aber nur, wenn wir die Waffe vorher auf plus 10 bringen. Wir haben unsere Waffe jetzt auf plus 4. Ich werde sie jetzt auf plus 5 bringen, indem ich mir hier noch eine kleine Scherbe kaufe, Waffe verstärke, zack. Und wie ihr seht, kann ich jetzt nicht weiter verstärken, diese Waffe. Das liegt daran, dass wir die passende Glut dafür noch nicht haben. Aber in die Richtung bin ich jetzt unterwegs. So, ich werde hier kurz einmal am Lagerfeuer rasten. Ich glaube, ich kann kein Level mehr aufsteigen. Nee. Na gut. Und ja, wisst ihr was, den Weg müsst ihr euch jetzt nicht angucken. Wenn wir da sind, werdet ihr es schon erkennen und dann bis gleich. Ja, hallo Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Ich denke mal, ihr werdet erkennen, wo ich bin. In der Stadt der Untoten, am Leuchtfeuer. Und hier geht's hier die Leiter für mich hoch, denn ich habe bei den Gargülen, den Viechern auf dem Dach, habe ich ja einen Schlüssel bekommen und ich halte es nicht aus. Ja, das ist richtig. Hier gucke ich einmal kurz raus, dann speit der Drache nämlich kurz mal Feuer. Und alles stirbt weg und ich renne. Ich werde es wahrscheinlich nicht packen. Au! Okay, dass es mich jetzt instant killt, damit habe ich nicht gerechnet. Gut, da hinten muss ich hin, ans Ende des Weges und da sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Hier vorne haben wir den netten Herrn Ritter getroffen, steht auch immer noch da. Und ich habe es geschafft, den Weg durchzulaufen. Ich habe übrigens eine neue Hose an. Das ist die Elite-Rittergamaschen. Letztes Mal hatte ich ja noch die Kettengamaschen an. Wie ihr seht, hat die ein bisschen mehr Rüstung. 5 Punkte. Macht sich schon bemerkbar auf Dauer. Und ich kann immer noch schnell rollen. Und kann jetzt durch diese Tür hier gehen. Oh, mysteriös. Dann heißt es hier die Treppe runter. Und hier nicht runterfallen. Das ist nämlich ein sofortiger Tod. Aber ich kann die Leiter trotzdem runterrutschen. Das ist kein Ding. Und das erste, was ich jetzt machen werde, ist mir eine Abkürzung aufmachen. Nehme ich hier die Treppe hoch. Und hier auch. Und hier auch. Und hier ist die Abkürzung. Oh, ich mag nicht spielen. Dankeschön. So, hier kurz warten, falls die kommen. Stirb! Stirbt, ihr Unholde! Da kommt doch noch einer. Oder? Ich höre ihn doch hauen. Hallo? Scheinbar nicht. Okay. Wenn er nicht mag, ist mir das auch egal. Gehe ich weiter. Dumm die Dummen. So. Jetzt betreten wir ein neues Gebiet. Hier unten beginnt's. Das erste, was mir entgegenkommt, ist ein Wuffi. Hallo Wuffi. Toter Wuffi. So, die beiden haben wir auch getroffen. Zack, jetzt kann ich hier runter. Und jetzt braucht man diesen Schlüssel. Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Den man oben beim Händler kaufen konnte. Oder man kriegt ihn, wenn man ihn tötet. Das ist dieser Händler, wo ich mein Schwert von habe. Schaut euch die zweite Folge an, wenn ihr wissen wollt, welcher Händler genau. Und hier benutzt man dann den Anwesenschlüssel. Und kann hier sich ein paar Klamotten abgreifen. Und mit dem Typen reden. Ich dachte, ich könnte nie. Ich bin Griggs von Windheim, ein Sorcerer der Schule.
I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Der gern gemacht, aber erstmal die Leiche plündern. Hier gibt's dann eine Menge. Auch Beschleuniger des Zauberers. Das ist ein Zauberstab und die kann man nicht zaubern. So, jetzt ziehen wir mal die Gegner hier. So. Und zack. So, bleiben nur noch die drei hier hinten. Bleiben nur noch wir beide. Zack. Und kaputt ist er. Und hier kriegen wir eine Doppelmenschlichkeit. Macht dasselbe wie Menschlichkeit, nur mal zwei. Also heilt immer noch voll, aber gibt zwei Punkte Menschlichkeit. Ist auch sehr viel seltener, aber passt schon. So, den machen wir erstmal kaputt. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Wenn ihr stark genug seid, stellt euch vor die Tür. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Tür ist. Nee, ist die falsche Tür. Nee, es muss die richtige Tür sein. Moment. Und stecht einfach mal mit einem starken Schlag zu. Und schon seht ihr, da stirbt jemand hinter der Tür. Hier genauso. Zack. So erledigt ihr nämlich schon mal ein paar Gegner, bevor sie euch überhaupt zu nahe kommen. Hier kann ich was looten. Nee, es geht noch nicht. Tür ist noch zu. Und nämlich, wenn man hier hinläuft, also hier über diese Schwelle tritt, öffnen sich alle Türen und die Typen kommen raus. Und die sind, mit denen ist nicht zu spaßen. Die machen guten Blutungsschaden und darüber hinaus können sie auch noch parieren. Und wenn sie euch parieren, schlitzen sie euch die Kehle auf und das tut ziemlich weh. So, von denen kriegen wir erstmal das Zielschild, das ist schon mal schön. Hier kriegen wir den Kettenbrecher, so eine kleine Waffe, mit der kann man auch gut blocken. Hier steht was, das möchte ich auch mal kurz lesen. Achtung, Umweg. War gut. Ich weiß, dass es hier nur ein Umweg ist, aber man kann es auch skippen. Aber das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten alles. Und hier haben wir erstmal die Gegner. Aua, ach ja, die werfen außerdem noch mit Wurfmessern. Ach nein, Wuffi. Und da wollte der Typ mich doch glatt parieren. Genau, trinkt ihr erstmal. Ich mach dasselbe. Tränkt euch erstmal. So, und schon haben wir sie erledigt. Sehr schön. Hier ist eine Leiche versteckt. Da ist ein Wuffi. War ein Wuffi. Und da drinnen finden wir eine Seele von einem verlorenen Untoten. Und hier im kleinen Kapuff finden wir noch ein paar Klamotten. Nämlich vom Dieb. Da finden wir noch ein Zielschild. Ich werde dann später mal mein Inventar ein bisschen aufräumen, damit ich nicht mehr alles rumtrage. Und hier steht, brauchst Menschlichkeit. Nicht unbedingt. Ich werde mal gucken, ob ich den so packe. Ansonsten sehen wir uns hier gleich wieder. Kann sein, dass ich kurz ein bisschen still bin, weil der Kampf hat es ein bisschen in sich. So, durch den Nebel schreiten. Und hier ist der Ziegendämon. Der Dämon an sich ist gar nicht so das große Problem an diesem Kampf. Sondern erstmal die Wuffis. Denn dem Dämon kann man gut ausweichen, sagte er und starb. So, wir sehen uns dann hier gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Mal schauen, ob ich es diesmal hinkriege. Habe ich vielleicht noch irgendeine Verstärkung für meine Waffe? Ich guck mal kurz. Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Dann nicht. Dann heißt es wieder so gegen den Dämon kämpfen. Ich muss erstmal die Treppe hoch. Aber vorher hole ich mir natürlich meine verlorene Energie zurück. So schnell heilen. Und hier ist so ein kleiner Punkt, da kann einen der Dämon nicht so gut erreichen. Und hier kann ich mich erstmal um die Wuffis kümmern. So. Jetzt kann ich mich um da Dämon kümmern. Kurz warten. Der kommt jetzt nämlich und hüpft hier runter. Okay, da wurde ich auch noch nie getroffen von dem Typen. Dann gehe ich doch mal wieder hoch. Glatt. Und hüpfe mir jetzt auf den Kopf. Wie man sieht, dieser Sprungschlag ist immer noch super. Warte wieder, dass er hier wieder einen Angriff macht. Und macht dasselbe nochmal. So, ist jetzt zwar ziemlich lame, aber
Gerade bin ich noch nicht so gut gerüstet, wie ich gerne sein würde. Dadurch, dass ich als Bettler spiele. Deswegen muss ich mich erstmal so mit ihm hier auseinandersetzen. Und das war's. Das ist auch die leichteste Taktik, um ihn besiegen zu können. Menschlichkeit und Heimkehrknochen gab's dafür. Man kann ihn natürlich auch im fairen Zweikampf besiegen. Wie gesagt, bin ich gerade noch nicht so gut gerüstet für und ich habe auch nicht mehr so viel Übung. Deswegen mache ich das gerade nicht. So, jetzt bin ich die Treppe runtergegangen, direkt vorm Ziegendämon. Und hier um die Ecke steht jemand. Hi. Dankeschön. Stirb. Na also. So, jetzt kann ich mir erstmal noch eine Abkürzung öffnen. Das werde ich auch tun. Dazu muss ich hier kurz mal den Bogenschützen ausschalten, der auf mich schießt. Ja, dich, genau. Und ein paar Seelen habe ich ja auch schon. So, jetzt sind wir in einem Abwasserkanal. Zu dir komme ich gleich. Und da hinten ist eine Tür. Zu der laufe ich doch auch mal. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Öffne dich. Dankeschön. Und wieder zurück. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dup, 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 dup. Ja, oh, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. So, und die hier redet jetzt einfach so ein bisschen mit uns, dass wir unseren Verstand noch haben und dass wir bei ihr was kaufen sollen. Ja, schauen wir mal. Gegenstand kaufen. Giftiges Wurfmesser, ein paar Moossachen. Hier kann man Harz kaufen für die Waffen. Heimkehrknochen, Wanderfluch, später noch nützlich. Und ein paar Pfeile. Standardpfeile kaufe ich mir erstmal ein paar. So 300 sollten reichen. So. 300, zack. 300 Pfeile ist erstmal gut. Hier springe ich hinüber. Hier springe ich auch hinüber. Oder auch nicht. Dann hole ich mir hier unten noch etwas Loot. Nämlich eine Seele. Die benutze ich auch gleich. Und dann haben wir jetzt gerade einen Schlüssel gekriegt. Und diesen Schlüssel können wir hier benutzen. Öffnen. Schlüssel zu den Tiefen benutzt. So, die Tiefen sind ein sehr beliebter Punkt, um zu invaden. Deswegen bin ich hier erstmal ein bisschen vorsichtig. Stirb. So, jetzt kann ich euch kurz einen Trick zeigen. Dazu muss ich nicht meinen Bogen ausrüsten. Da hinten steht jemand. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ob YouTube zu dunkel ist. Da hinten habe ich anvisiert. Und jetzt schieße ich einfach mal drauf. Schon fällt er runter. Das ist genau das, was wir wollen. Ansonsten würde er auf einen drauf fallen. Wenn man da später vorbeikommt. Das ist nicht so angenehm. Zack, auf den falle ich drauf. Hier sind ganz viele kleine Gegner. Vor denen sollte man sich trotzdem in Acht nehmen, wie schon gesagt. So, und der ist auch hinüber. Der ist auch hinüber. Der auch. Ja, so ist das hier. Mit den 734 Gegnern. Hier haben wir einen Wuffi. Ist auch hinüber, habe ich gesagt. Unerhört. Da haben wir noch einen Wuffi. Auf den schieße ich mal. So. Stirb doch einfach. Oder fall halt da runter. Wow! Der hat mir jetzt einen Schreck eingejagt. Das ist mir noch nie passiert, dass der so krass kam, wenn der Wuffi kam. So, den habe ich erstmal dazu gebracht, runterzufallen. Ich würde nämlich gerne erstmal den Wuffi hier oben haben. Alleine. Na komm schon. Na komm schon. Na also. Zack.
Machen wir den. Und hier unter uns ist der Schlechter. Den hüpfe ich mal drauf. Und weiche ihm auch gleich aus. So, das Tolle an diesem Schlechter ist... What the fuck? Das nicht. Was sind das für Attacken heute? WTF! Wir sehen uns hier gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe unseren netten Freund da oben auch schon runtergeschossen. Und dann schauen wir mal. Der lief so schnurstracks auf mich zu. Mal gucken. Vielleicht mag der ja mit mir spielen. So, ihr braucht zwei Schüsse, das weiß ich jetzt auch. Wo ist der andere Hund? Ich weiß, dass die Hunde normalerweise nicht tot bleiben. Na gut. Mit dem Bogen kann man, wie man sieht, anvisieren. Dann kann ich ihm hier so ein bisschen in den Hintern schießen. Oder dem... Oder halt auch nicht. So, schnell die Waffe wechseln und ihn dann hochziehen. So, hast du normale Attacken für mich? Dankeschön. Dann kann ich ihn nämlich von hinten abstechen. Sehr freundlich von dir. Nein, geh weg damit. Ich mag nicht. So. Ja, da liegt er und macht eine Sprungfigur. Ist auch schön. Jetzt können wir uns um den anderen kümmern. Zack. Na komm. Du willst es doch auch. Puh, der war aber nett. So, abstechen von hinten. Zack. Und gleich nochmal. Ja, jetzt habe ich ihn in einer Lock, also in einer Combo. Jetzt geht's eigentlich ziemlich gut. Zack. So. Mal gezeigt, dass ich nicht nur failen kann hier. So, den Sack kriegen wir auch. Den brauchen wir später noch. Und hier finden wir jetzt die große Glut. Damit bringt man seine Waffen auf plus 10. So, den Hund werde ich einmal anschießen. Dann warten, dass er zu mir kommt. Da ist er auch schon. Und dann kann ich hier runtergehen und mir meine Seelen schnappen. Dankeschön. Na komm, Wuffi. Stirb. Da steht noch so ein einzelner Untoter. Den killen wir. Oh, den kann ich plündern. Zerbrochenes Schwert nehme ich mit. So, und jetzt kommen wir endlich dazu, was ich schon lange machen wollte. Den Typen hier befreien. Habe ich schon. Dann würde ich gerne noch mit dir reden. Danke. So, und den werden wir später noch brauchen, den Typen. Zeige ich euch aber dann. So, und jetzt können wir etwas tun, was man normalerweise nicht tun kann. Und zwar, weil wir den Generalschlüssel haben. Können wir hier schon lang. Die Tür kann man natürlich ja schon vorher öffnen. Aber jetzt können wir da schon lang. Und da liegt ein Item. Vorsicht, Falle. So, hinlaufen und wegrollen. Und da habt ihr schon gesehen, da wollte mich was anfallen. So. Stirb, stirb, stirb. Ja, das dauert jetzt eine Weile. So. Schon ist der Schleim auch tot. Leider nichts für mich dabei. Aber es macht nichts. Oh. Stirb. So, und von diesen Schleim habe ich noch ein paar. Die hängen hier so an der Decke. Und um die werde ich mich jetzt auch erstmal kümmern. Denn die können etwas droppen, was ich haben möchte. Was ich dringend haben möchte. So, der hat natürlich nichts fallen lassen. Man sollte sich auch ungefähr Menschlichkeit plus 10 verpassen dann dafür.
Das geht dann am schnellsten, die Sachen hier zu farmen. Ich hoffe ja, dass ihr es noch sehen, also dass ich es euch zeigen kann, was die so droppen. Aber bisher scheinen die sich nicht so dafür zu interessieren, dass ich das haben möchte. Aber naja. Ja, diese Schleime haben kein großartiges Angriffsmuster. Die können einen nur auffressen und ein bisschen mit Stacheln angreifen. Ist jetzt nicht so furchteinflößend wie andere Gegner. Aber man sollte sie nicht unterschätzen. Die können doch auch wehtun. Na, irgendein Item? Nee, natürlich nicht. Na gut, die Schleime können große Scherben droppen und grüne Scherben. Grüne Scherben braucht man für göttliche Waffen. Und große Scherben braucht man für, ich glaube, plus 10 Waffen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. So, und hier habe ich jetzt eine Waffe geöffnet. Ach Quatsch, eine Waffe. Ja, ganz bestimmt eine Tür geöffnet. Und dahinter befindet sich ein Leuchtfeuer. Und an dieses Leuchtfeuer werde ich mich setzen. Und dann werde ich vielleicht bis zum nächsten Mal 9 große Scherben bei diesen Schleim farmen. So, hier kann ich noch einmal ein bisschen aufsteigen. Beweglichkeit werden wir 1 Punkt setzen und Kondition 2 Punkte. So. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Fett spielen. Adios.